Cornflakes darf es natürlich auch ab und zu geben. Dann hier ein paar Tomaten, Naturjoghurt, die 1,8% Variante, natürlich jede Menge Magertopfen, eine Top-Eiweißquelle, Bananen, wie schon gesagt, Haferflocken, sprich gute Kohlenhydrat- und auch Eiweißquelle. Also wir haben hier 14 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm. Dann, jetzt kommt die Zeit der Erdnüsse, deshalb habe ich eine Erdnüsse mitgenommen. Putenschinken mit Honig unbedingt, das ist der beste Putenschinken bei Hofer. Die besten Chips, also auch das fällt für mich unter die Kategorie Fitness. Also man muss ja nicht jeden Tag essen, sondern man greift da mal rein. Und das ist übrigens besser als die normalen Chips, sprich wir haben hier auch 14 Gramm Eiweiß und nur 15 Gramm Fett auf 100 Gramm Pizzakäse. Und das war's, Leute. Das alles hat mich gekostet 65 Euro und ich schätze mal, ich komme hier locker über eine Woche aus.